Welcome to the hood. Wir haben hier ein neues Objekt am Start, ein Mehrfamilienhaus. Ja, die Zinsen sind ja ein bisschen angestiegen, aber trotzdem lohnt sich das ein oder andere Investment noch. Und wir haben jetzt hier uns ein Mehrfamilienhaus geholt, haben wir ein bisschen so Kombinationsfinanzierung gemacht, bisschen variabel, bisschen fest auch. Herein in die gute Stube. So, wir haben jetzt hier ein Drei-Familienhaus, Drei-Parteien-Haus. Und die Wohnung hier steht noch leer aktuell, wir haben die noch nicht vermietet, wollten wir keine Hauruck-Aktion machen, haben gedacht, lieber mal schauen richtig, dass alles passt. Und oben ist schon vermietet, langjährig, im ersten OG, und ganz oben wollten wir auch noch renovieren. Draußen habt ihr ja Boden liegen sehen, der ist übrig, weil wir konnten dann doch nicht renovieren, weil die Mieter, die wollten unrenoviert halt sehr schnell die Wohnung haben. Und deshalb haben wir dann auf die Renovierung verzichtet, um denen dann die Wohnung schnell zur Verfügung stellen zu können. Und dafür ein bisschen günstiger auch. Hier ist das Badezimmer, also mit Badewanne, ganz chillig. Waschbecken. Hier fehlt noch eine Silikonfuge. Aber sonst passt eigentlich alles. Schöne Lichtschalterchen. Und hier der elegante Hausflur. Hier ist halt echt noch so gebaut, dass nicht jeder Zentimeter ausgenutzt wird und man ein bisschen Platz auch. Hier ist ein Arbeitszimmer oder so. Steckdosen, krumm. Aber das waren wir nicht, das war schon so. Hier ist das Wohnzimmer. Da liegt noch eine Maschine. Müssen wir mal schauen, dass sie noch wegkommt. Und Esszimmer mit Küche. Hier ist die Küche. Hier war so ein Einbauschrank. Hier war so ein Einbauschrank drinnen, den haben wir ausgebaut. Hätten wir im Nachhinein mal besser drin gelassen. Also manchmal lohnt es sich schon zu schauen, hey, was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeug? Lassen wir es mal drin oder lassen wir es raus? Also wir haben es rausgemacht. Drin wäre besser gewesen, definitiv. Genau. Was kann ich noch dazu sagen? Also wir haben hier alles halt so, das alte Zeug, was hier drin ist, also die alten Türen und so, demontiert und lackieren lassen. Also die sehen jetzt richtig cool aus. Sowas gibt es eigentlich heutzutage nicht mehr so von so älteren Häusern, dass da so Sachen noch erhalten bleiben. Wir haben halt alles schön lackiert, Wände neu gestrichen, alles in Stand gesetzt, die Fenster und so in Stand gesetzt, dass alles passt. Boden Vinyl verlegt, also wir verlegen immer so den hochwertigsten Vinyl, den es so gibt, aktuell. Seit ich weiß, dass der von der Entsorgungsklasse gleich ist wie Parkett. Wir dachten immer so, Holzboden ist besser für die Entsorgung, aber im Endeffekt ist es 1:1 genau das gleiche von der Entsorgung her. Deswegen tun wir bei Mietobjekten, weil das jetzt im Bestand gehalten wird langfristig, Vinyl häufig nehmen, weil das einfach robust auch ist und so, kann mal nass werden und so. Genau. Das sind jetzt so die wesentlichen Sachen hier in der Wohnung. Heizsystem im Haus ist Gas. Nicht Gas, ist Öl. Gehen wir jetzt mal runter. Ich zeige euch mal den Keller. Also es gibt auch noch einen Balkon. Genau, gehen wir mal kurz hin. Da ist ein bisschen zugewachsen und sorgt für Privatsphäre. Der sorgt definitiv für Privatsphäre. Es ist ein schöner Balkon mit dabei und eine sehr, sehr gute Lage in der Stadt hier. S-Bahn-Anbindung, Bars, Cafés, Restaurants in Reichweite und halt eine richtig geile Infrastruktur für halt so ein älteres Publikum. Habe ich ja im letzten Video schon gesagt mit dem Einkaufswagen, wo wir shoppen waren. Schaut ein bisschen drauf, dass halt alterstauglich alles ist auch aktuell. Und für die nächsten 5 bis 10 Jahre wird es definitiv an Relevanz gewinnen. Wenn du ein Objekt hast, das dementsprechend passt, dann ist gut, weißt du. Und hier ist es auf jeden Fall so. Und genau, Heizsystem, Öl war immer so eine Sache in den letzten Jahren, so Öl ist nicht so gut, ist auch nicht das Beste für die Umwelt, ja, aber in älteren Objekten musst du halt einfach heizen. In Deutschland gibt es so viele alte Häuser noch, die haben alte Öl-, Gas-, Heizung, jetzt habe ich sogar eins angeboten bekommen mit Öl-Einzelöfen, da ist eine Pumpe drin unten oder von Hand auch teilweise, keine Ahnung wie genau das geht, wo der Ofen, der Einzelofen mit Öl beheizt wird in der Wohnung. Und hier also Öl unten Zentralheizung und wir haben jetzt einen Tank halt vollgeballert, der hält jetzt 2 Jahre und dementsprechend ist es auch egal, was mit dem Gaspreis passiert, wir haben das Ding vollgetankt und das passt.
passt es für die nächsten 2 Jahre. Ja. Von dem her. Hier ist eine Garage noch, eine kleine, die hat der Mieter jetzt gemietet. Der eine, da kann ich jetzt nicht rein, ist vermietet. Hier ist Heizraum. Das ist das gute Ding, komm mal rums Eck hier. Das ist halt so eine geile Heizung. Aber die heizt schon gut, weißt du? Oh. Ja. Ist halt alt, aber warm. Hier die Haustechnik ist ganz cool verteilt. Also bei so kleineren Mehrfamilienhäusern finde ich, das ist immer ein guter Pluspunkt. Man kann natürlich auch über die Wohnfläche abrechnen oder auch gar nicht abrechnen. Da gibt es ja manche Vermieter, die rechnen gar nicht ab. Aber hier ist auf jeden Fall alles schön extra. Oben zweites OG, erstes OG und Garten und allgemeine Räume. Das finde ich cool. Hier ist noch ein Waschraum mit dabei, wo jeder seine eigene Waschmaschine hat. Die Steckdosen sind abschließbar, also manchmal ist es so. Oh, hier ist offen, der vertraut. Genau, die sind abschließbar und laufen auf den jeweiligen Zähler des Mieters. Und das Wasser natürlich auch. Also das ist halt ganz cool. Hier haben wir den Öltank, den Heizöltank. Der ist ganz voll jetzt. 6000 Liter haben wir reingeknallt. Auf jeden Fall ist das Gute halt bei dem halt, ja, wie gesagt, läuft 2 Jahre. Und wenn man irgendwann es austauscht, einfach durch Pellets austauschen, fertig, weil hier gibt es den Raum zum Pellets lagern. Drüben hat es den Anschluss schon alles und dann kann man dementsprechend relativ easy going das connecten. So, jetzt die wichtigsten Sachen für mich beim Mehrfamilienhauskauf sind folgende. Gute Hausstruktur, also du musst reinlaufen, du musst clean sein einfach. Weil wenn es richtig asozial ist und so, dann mag ich nicht gerne machen. Was noch wichtig ist, dass halt schöne Abrechnungen möglich sind, dass man halt tendenziell vielleicht auch irgendwann mal eine Wohnung einzeln verkaufen kann oder so, dass das halt gegeben ist. Und was ganz wichtig ist, dass der Preis vom Objekt auch das noch hergibt, dass man vielleicht energetische Sanierung noch verkraften kann finanziell. Nicht, dass man dann hier so unter das Dach was kauft, finanziert, komplett bis Limit. Und dann gibt es die ganzen ESG-Auflagen. Da gibt es ja immer mehr Zeug jetzt, was auch bald Privatpersonen trifft, dass du dann halt als Eigentümer dementsprechend gewappnet bist und auch halt das zahlen kannst, was da halt alles kommen kann. Vollwärmeschutz, Fenster, Dach, Heizsystem. Sind so die wichtigsten Sachen, die den Geldbeutel leer saugen. Habt das auf dem Schirm und beachtet das auch kritisch bei der Besichtigung. Viel Erfolg!